Zukunftsbabore hier. Leider ist mir beim Edit aufgefallen, dass ich vergessen habe, die Szene zu wechseln. Und ich habe die ganze Aufnahme in diesem Screen gemacht, den ihr gerade seht. Für die Episode zoome ich in den Spielbereich rein. Entsprechend ist die Qualität schlechter. Ich bitte das zum Entschuldigen. In der nächsten Episode ist es dann wieder in der gewohnten Qualität. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Atomic Heart. Wir waren ja in der letzten Episode in diesem kleinen Komplex hier unten drin. Haben da nicht alles mitbekommen. Und wir werden erstmal in dieser Episode diesen Marker entlang gehen. Mal schauen, ob wir in der Story weiterkommen. Also mal gucken. Die Kamera davon ist schon mal aus. Der Timer ist an, den ich vergessen habe. Und hoffentlich. Oh, that music. Wie komme ich da hin? Verschlossen. Was denn auch sonst? Charles, ja, aber öffne klar. Sie. Leider bin ich nicht in der Lage, Türen zu öffnen. Ach, immer die gleiche. Oh, fuck. Ich kümmere mich selbst drum. Wie komme ich da rein? Ja, klar. Ihr Arschroboter! Oh, die Waffe ist echt stark. Oh, was? So ein Arsch! Kommt aber. Hey, warum fährt da ein Zug? Es war doch alles total im Arsch! Oh, Mann. Oh, ich glaube, ich muss auf diesen Turm darauf. Naja, Banana. Hey, ein den sehr gut. Den Soundalert wird man dann im Finalvideo nicht mehr hören. Den hört man ja nur auf Twitch. Dafür habe ich schon vorgesorgt. Also, was haben wir da? Keine Ahnung. Was macht diese Geräusche? Warte mal, wir müssen dahin. Was genau? Warte mal. Weiß ich denn, Habicht über sein Terminal an zu landen? Welchen Habicht? Der ist da? Na toll. Am Himmel ist ein Habicht. Ja, okay. Willst du etwa den Habicht deaktivieren? Er ist aber nicht dafür zuständig, die Türen des WDNH zu öffnen. Ja, irgendwas muss ich ja tun, oder? Ich fange mit dem Habicht an. Keine Ahnung. Ist hier? Ah, da. F. Da konnte ich jetzt eine Tür aufmachen. Warst du schon? Und da hinten hat es auch ein Testgelände. Und der nächste zu. Na gut, geht's wieder runter. Unser armer Zug. Ich will immer selber fahren. Oh, hallo, Robert, ja? Oh, ich mag diese Waffe. Stark und ich habe immer jetzt echt gut Schuss dafür. Wo ist der schwarze Guy hin? Ach, da hinten. Komm her. Oh, die ist echt stark. Geil. Kamera. Nice. Nee, nicht reparieren. Oh, ja. Neue versteckte Sachen. Nö. Gut, dann. Doch, cool.
Nice, eine AK. Hätte ich auch gern. Das ist die Wartungstaste für den Habicht. Wofür ist die gut? Sie bringt den Habicht zur Landung, damit er von einem Techniker gewartet werden kann. Wie lange muss er dafür am Boden bleiben? Nicht lange, wenn es zu keinem Kontakt mit einem Techniker kommt. Dann müssen wir schnell sein. Was hast du vor? Ich werde eine Runde auf dem Habicht drehen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Vielleicht sehe ich ja was. Sag mal, laufen wir auf dem Wasser oder was? Vertikale Hindernisse überwinden. Ja, das mit dem Rohr, das wissen wir schon. Und was mache ich jetzt? Mich an dieses Ding hängen? Gut festhalten. Habichte sind nicht für die Personenbeförderung ausgelegt. Ja, nee, ist klar. Und was genau mache ich jetzt hier oben? F? Ah, I see. Interessante Tatsache. Aus der Vogelperspektive kannst du sehen, dass das Gras im Park in der Form eines friedlichen Atoms angepflanzt wurde. Aus der Vogelperspektive? Ich glaube, ich weiß, was gleich passiert. Ich meinte, ich habe das in einem GameStar-Testvideo gesehen. Das Ganze ist wie eine Arena aufgebaut. Und jetzt gibt es gleich Stress und Bravura wird mindestens einmal sterben. 100 Pro. Jo, das... Das wird jetzt gar nicht gut enden. Oh shit. Lauf. Ach gut, was muss. Startnummer. Ja, ihr habt's gewusst. Ach, was sagt man dazu? Schon wieder dieses Ding. Vorsicht! Regel 7 Einheiten gelten als gefährlich. Ach komm, der, schon, was der du nichts sagst. Süß. Wo ist der? Wo? Wo? Wow! Holy shit! Fuck! Holy, wie soll ich dem ausweichen? Was zum... Holy! Sag mal! Wie? Okay, I see. Was zum... Alter, das ist unfair. Alter, du kannst nicht sowas mit mir machen. Wow, 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 wow. Alter, X, heil bitte, danke, 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 danke. Was? Nein! Alter, ich muss einfach Dauer ausweichen. Alter, nein. Hör auf, da rum zu googeln. Wow, hau dich hin. Wie? Was zum... Alter. Ich kann den... Alter, ich bin immer noch nicht gestorben. Das ist ein Wunder. Alter. How? Okay, die Wellen gehen echt lange. Fuck. Nein. Jesus, Jesus! Bitte, bitte! Das ist ein scheiß Knopf. Nein, fuck! Nein, 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 nein! Holy fuck! Nein, nein, nein! Was machst du? Was machst du? Alter, nein! Wow, 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 wow! Hau ab! Hau ab! Hau einfach ab! Komm, nein! Alter, lass mich in Ruhe. Alter, nein. Ich kann nicht weglaufen. Ah, ich im Bosskampf. Alter, ich kann nicht laufen. Oh ja, danke. War das ein ziviler Roboter? Ernsthaft, dieses Ding? Ein ziviler Roboter? Das müsstest du doch wissen, Major. Du hast viel mehr Erfahrung mit Kampfrobotern als ich. Hab ich? Verdammt, stimmt. Ja, aber... Ich kann mich an nichts erinnern. Sie wirken irgendwie anders. Das war cool und scheiße zeitgleich. Okay. Gut, ich glaube, das... Ich kann eine Frau drücken. Ach, da hätte ich das hier nochmal neu generiert.
damit er dagegen... Oh, ich sehe die Taktik. Der muss dann hier dagegen kugeln, damit er... was auch immer das ist, rausmacht. Okay. Naja. Ich habe überlebt. Enrico, soweit alles super. Ganz schön beeindruckend, was? Und wenn ihr geht's auch gut? Dass wir an der Schwelle zu einem großen Durchbruch stehen. Wenn nur nicht überall diese Leichen rumliegen würden. Am Montag findet eine Allerdings. Feier anlässlich der nationalen Polymerisation und des Starts von Kollektiv 2.0 statt. Alle hochrangigen Mitglieder der Kommunistischen Partei werden hier sein. Bis dahin kann ich alles in Ordnung bringen. Ich kann nur hoffen, dass dein Optimismus berechtigt ist. Das ist er. Du wirst schon sehen. Ich werde Dr. Sechenov nicht wieder hängen lassen. Das wird doch eh nicht klappen, nachdem so ein bisschen hier aussieht. Noch mehr verschlossene Türen. Wer zur Hölle sperrt hier alles ab? Ich wette, der Penner hat zu Hause auch ein Kombinationsschloss am Scheißhaus. Diese Tore werden durch eine symbolische Geste während der Zeremonie geöffnet. Wie symbolisch? Das Spiegelsystem wird Lichtstrahlen auf das Modell unseres Sonnensystems richten, das über dem Eingang hängt. Mal sehen, was sich machen lässt. Okay. Moment, komm her. Mach. Ich kann es nicht halten. Hä? Was genau soll ich hier machen? Er verliert halt jedes Mal den Fokus. Wie? Oder fehlt mir da vielleicht irgendeine Komponente? Oder muss ich das irgendwie zeitgleich machen? Nach hinten? Ah, gut, der Spiegel rechts stimmt. Das nach hinten ziehen und das auch nochmal. Warte mal, ich versuch's nochmal. Der Spiegel links funktioniert nicht. Etwas blockiert den Mechanismus und hindert so den Spiegel am Aufsteigen. Verstehe. Ah, vielleicht der ganze Müll zurück in den Keller. Ah, aber ich kann da rein. I see. Kein Zutritt. Und ein Totenschädel? Wirklich einladend. Wo bin ich? Das magnetische Schockwellenabsorptionssystem befindet sich in diesem Kellergeschoss. Die Räume hier sind voller beweglicher Elektromagnete. Da kann ich ein EMP verwenden. Das bringt mich doch nicht um. Hoffentlich nicht, Genosse Major. Was? Ich könnte also von einer einstürzenden Magnetmauer erschlagen werden? Theoretisch sollte dies nicht passieren. Aber das ist nur eine Hypothese. Ich war hier noch nie. Echt jetzt? Das ist ja komisch. Aber egal. Das ist eigentlich ähnlich wie der Dungeon, aber jetzt sind wir schon mal vorbereitet, was das betrifft. Genosse Major, ja. Bist du schon beim WDNH? Fast. Nein. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich fast da bin. Ich bin beim magnetischen Schockwellenabsorptionssystem und suche nach einem Weg, die Eingangstüren zu öffnen. Kannst du mir da helfen? Nein, dazu bin ich nicht in der Lage. Das ist dein Problem. Dann lass mich in Ruhe. Oh, der lebt ja. Wobei, ja gut, Leben ist relativ, ne? Also ist einfach aktiv, sagen wir es mal so. Ach ja, wieder so ein Schloss. Nein. Oh, ich werde immer besser mit dem. Scan. Mal schauen. Oh, die war noch nicht komplett. Und die Kiste. Jetzt müsste es aber komplett sein.
Nö. Wozu ist denn dieses beschissene Labyrinth gut? Das magnetische Schockwellenabsorptionssystem wurde von Wissenschaftlern der Polytechnischen Universität Kiew entwickelt. Es ist ein komplexes Gerät, das eine Konfiguration der jeweiligen Situation anpasst. Also ist das der Plan B für den Katastrophenfall? Das auch. Aber in erster Linie ist das hier ein Probelauf des magnetischen Schockwellenabsorptionssystems. Hier wird das System unter Erdbedingungen perfektioniert, damit es im Weltraum eingesetzt werden kann. Okay, Wissenschaft ist Macht, keine Frage. Aber wir müssen immer noch herausfinden, wie wir an all diesen Magneten vorbeikommen. Ja, rumexperimentieren, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. Oh, ich glaube, das schaffe ich. Nice. Schon wieder eine Tür ohne Schloss. Wo ist das Relais, Charles? Ich sehe nichts an den Wänden. Und das hilft mir jetzt wie weiter? Ach nö. Wie kriege ich dich jetzt auf? Ist es etwas hier unten? Macht's mal wie das andere. Ne, Tür bleibt zu. Oh, dafür gibt's die Kiste hier. Superscan. Da hinten lebt ein Gegner, so wie es aussieht. Aber jetzt nicht mehr. Was ist die Lösung? Da ist dicht. Da geht irgendwas lang wie so ein Kabel. Irgendwas, was da ist. Moment, kann ich hier rauf? Ich muss hier mal irgendwie rauf. Mal schauen, wo ist das Kabel? Es geht irgendwo noch da hinten. Da drinnen. Nein! Ach Mann! Wieso bist du jetzt nicht gesprungen? Komm, mach's nochmal. Komm. Dann halt hier. Komm. Kabel geht hier rein. Nein, dann. I see. Das müssen wir lösen. Wie kommen wir da hin? Warte mal schauen, wenn das jetzt andersrum ist. Wir müssen auf diese Plattform. So, jetzt. Ändern. Charles, was zum Teufel hat Molotow denn gegen Dr. Sechenov? Warum setzt er 2 Tage vor dem Start von Kollektiv diese Kommission ein? Alles ist bereit. Genau deshalb, weil alles bereit ist. Was? Willst du etwa sagen, dass Molotow und seine Kommission die Früchte von Sechenovs Arbeit stehlen wollen? 2 Tage vor dem Start. In der Tat. Die von Petrov verursachte Störung ist der perfekte Vorwand, um zu zeigen, dass Dr. Sechenov nicht fähig ist, Anlage 3826 zu leiten. Und damit auch die Polymerisation der Sowjetunion. Und was hat der Boss damit zu tun? Das ist doch alles Petrovs Schuld. Der hat dafür gesorgt, dass die Roboter die Anlage zur Leichenhalle machen. Ich fürchte, dass dem Genossen Molotow die Anzahl der Opfer egal ist. Aber das gilt auch für den Genossen Sechenov. Wie? Was redest du da, Handschuh? Der Boss tut alles, um das wieder zu bereinigen. Du tust alles, um das wieder zu bereinigen, Genosse Major. Nicht Dr. Sechenov. Aber er hat mich doch hierher geschickt. Aber warum nur?
Denken wir es logisch durch. Die Genossen Setschenow und Molotow sind beide daran interessiert, dass der Rest der Welt nichts von diesem schrecklichen Störfall erfährt. Weil niemand glauben würde, dass eine Handvoll Verräter dafür verantwortlich ist. Alle würden denken, dass sowjetische Roboter gefährlich sind. Genau. Aber welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Gehen wir mal davon aus, dass die Genossen Setschenow und Molotow beide ein persönliches Interesse daran haben, diesen Albtraum so schnell wie möglich zu beenden, richtig? Ja. Na und? Wir erleben hier einen Machtkampf. Statt bei der Regierung Truppen anzufordern, um die feindseligen Roboter zu zerstören, Petrov zu verhaften oder die Krise sonst wie zu beenden, unternimmt Dr. Setschenow alles in seiner Macht Stehende, um diese Tragödie zu verheimlichen, sogar gegenüber der Regierung. Ja, da ist was dran, ne? Man kann doch nicht die Armee schicken. Wenn einer von ihnen dem Feind Informationen zuspielt, ist es aus. Doch man würde nur verlässliche Truppen entsenden, den Agentumverband zum Beispiel, der Setschenow treu ergeben Nein! ist. Der könnte sich mit Kampfrobotern zusammentun und dem Nu die Ordnung wiederherstellen. Aber wem sage ich das? Aber das ist... Oh, ich meine... Schöne Scheiße, ich kapier's nicht. Warum muss das so kompliziert sein? Weil Dr. Setschenow ohne Autorisierung des Politbüros keine Truppen oder Kampfroboter einsetzen kann. Ganz im Gegenteil. Er tut alles, um dafür zu sorgen, dass die Regierung nicht weiß, was passiert ist. Warum wohl? Weil seine Feinde ihm kollektiv wegnehmen wollen? Jetzt, wo alles gebaut und betriebsbereit ist und jedes Arschloch mit einer Dienstmarke es starten könnte? Gut möglich. Einfach die Störungsursache reparieren und einen Knopf drücken. Die Genie-Schöpfer und Ingenieure haben ihr Werk bereits getan. Jetzt muss man nur noch die Früchte ihrer Arbeit genießen. Also will Genosse Molotow Dr. Setschenow wegen der jüngsten Ereignisse ins Gefängnis stecken, um die Anlage selbst zu übernehmen? Genauer gesagt will er die Leitung vom Kollektiv haben. Aber wie soll das gehen? Dort werden wir doch alle gleich sein. Aber manche werden gleicher sein als die anderen. Ach ja, wie so ein System einfach nie funktionieren kann. Alles klar. Na, lebt hier einer? Nee, aber eine Kiste habe ich hier. Ach, komm ich hier denn nie raus? Ach, das ist jetzt nicht wahr. Ach nee, schon wieder so ein... Ach, das ist ein blöden Rätsel. Okay, alles muss blau sein. Wollen wir dich schon mal drehen, oder? Dich? Einen zweiten Verteiler. Cool. Holy shit. Ich habe hier einfach echt Glück in dem Spiel. Ich weiß, dass hochrangige Parteimitglieder mehr Befugnisse im Kollektiv haben werden als Normalbürger, aber das ergibt ja Sinn. Jemand muss doch die wichtigen Entscheidungen treffen. Ach so? Und warum nur? Zum einen muss jemand dafür zuständig sein, dass sie ausgeführt werden. Es kann ja nicht jeder für alles verantwortlich soll sein. Soll das so sein? Jeder bedeutet keiner. Jemand muss sich drum kümmern. Und wenn die ganze Welt nichts anderes tun würde, als wichtige Entscheidungen zu diskutieren, würde ja nie was passieren. Alle würden die ganze Zeit nur reden. Aber stimmt das? Du sagst, dass die ganze Welt wichtige Entscheidungen endlos diskutieren würde. Doch Kollektiv ist ein Kollektivbewusstsein. Wenn alle miteinander verschmolzen sind, wird die ganze Menschheit augenblicklich wissen, was jeder Einzelne denkt. In Kollektiv ist alles transparent und dieses Bewusstsein trägt die Verantwortung. Hat denn jemals jemand eine solche Bewusstseinsstufe erreicht? Selbst hier in der UdSSR? Vom Rest der Welt ganz zu schweigen. Vollkommen richtig. Die Welt ist vielleicht noch nicht reif für Kollektiv. Jetzt kommt es mit den Kartuschen. Je nach Kartuschentyp gewährt der Kartuschenaufnahme eine Waffe Elementarschaden. Um eine Kartusche zu installieren, brauchst du passende Verbesserungen für die ausgewählte Waffe für das Kreismenü. Anführer der Sowjetunion verstehen das sehr wohl. Deshalb wird die Partei gewisse Befugnisse im Kollektiv haben. Und wo ist da das Problem? So war es doch schon immer. Wirklich? Oder hat es schon immer einen unbestrittenen Anführer gegeben, einen Streppenzieher, der das Politbüro, den Ministerrat und alles andere kontrolliert? Soll das heißen, dass es im Kollektiv einen alleinigen Anführer geben wird? Ich will sagen, dass die Menschen sich per Neurokonnektor mit Kollektiv verbinden werden. Du meinst ein Gedankegerät? Das weiß doch jeder. Das Gedankegerät ist für Normalbürger.
Aber privilegierte Entführungspositionen erhalten gravierte Spezialkonnektoren, die ihnen eine höhere Priorität im Netzwerk geben. Also werden auch alle Anführer Klassengesellschaft. Das ist doch gut. Das wäre es. Ich muss da irgendwie aber darüber. Kollektiv kann nur mit dem Alpha-Konnektor gestartet werden. Der ist der Schlüssel zu wie allem. Komme ich darüber? Einschließlich der Gewährung von Entscheidungsbefugnis. Also hat Dr. Sechenov gerade den Alpha-Konnektor. Und Genosse Molotow will ihn aus der Anlage werfen, damit er ihn sich selbst unter den Nagel reißen kann? Ganz genau. Die Menschen, okay, die durch Petrovs Verrat getötet wurden, interessieren den Genossen Molotow herzlich wenig. Er will die Kontrolle über Kollektiv. Deshalb ist er auf dem Weg hierher. Schöne Scheiße. Ich konnte den Typ noch nie leiden. Er beschwert sich ständig über Sechenov, aber sowas hätte ich nie von ihm erwartet. Wir müssen uns beeilen. Aber haben sie damit jetzt nicht ganz den ganzen Plot verraten? Da komme ich... Nee, bitte. Tür, aber ich komme nicht in die Tür. Oh. Muss ich da... Bau? Nee. Was hättest du jetzt gern von mir hier? Ich kann die Tür nicht aufmachen. Repariert die den Spiegelmechanismus. Tür geht nicht auf. Was habe ich übersehen? Da kann ich jetzt auch nicht rein. Aber das klingt so, als würde hier irgendwie was klemmen. Oh, ich bin so ein Held. Und wegen dieser Kleinigkeit klemmt hier alles? Oh, das ist ja völlig bescheuert. Du kannst mit dem Spiegel zur Oberfläche aufsteigen. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Auf demselben Weg werde ich jedenfalls nicht zurückkommen. Brauchen Rot unten. Das war schon mal falsch. Was macht das für einen Unterschied? Wir haben... Wir müssen den roten Laser irgendwie zweimal bündeln, oder? Nee, das hilft auch nicht. Das hat keinen Effekt. Ah, wie ich diese Rätsel nicht mag. Und die sind halt immer gleich. Ich glaube, der muss ganz unten sein. Oh, cool. Cool. Einfach hier rein, oder? Alles klar. Hast du das WDNH schon infiltriert, Genosse Major? Nein. Der Kondor der Regierungskommission hat Moskau bereits verlassen. Sie können jeden Moment eintreffen. Wenn die Kommission noch nicht gelandet ist, bleibt uns etwas Zeit. Lass mich einfach arbeiten. Soll ich Dr. Sechenov melden, dass es seine Anliegen sind, die dich von der Arbeit abhalten? Ja, und du kannst auch melden, wie du auf der Maglev-Plattform vor diesen Robotern weggelaufen bist, statt mir zu helfen. Ich bin kein Soldat, Genosse Major. Ich verrichte geistige Arbeit, nicht niedere Tätigkeiten. Gewalt gegen Roboter ist dein Spezialgebiet. Die einzige Arbeit, die du gerade verrichtest, ist mir das Ohr abzukauen. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Wurde überall retten? Nee, natürlich. Was? Nicht. Ah, dachte ich mir doch. Oh, aber hier können wir. Was zum? Alles klar. Lebst du noch? Was nun? Eine Ewigkeit auf diesen Schrotthaufen starren? Die hinterhältige Maschine, die mich getötet hat? Ich kann dir nicht helfen.
Die haben ja aber einen Code. Alles klar, das ist für ein Schloss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay. So, alles looten hier, dankeschön. Sollen wir vielleicht gerade schon mal diesen Tool da rein? Na, erstmal umsehen, oder? Ah. Das ist das Rätsel. Einmal so rum. Sieht aus, als wäre es nur die Kiste hier. Sonst irgendwas Spezielles? Nö. Safe room? Safe room. Speichern. Speichere Daten. Ah, wobei, lass uns mal schauen, ob wir wieder Upgrades machen können. Was soll es sein, Major? Was? Nummer 2, bitte. Erfahrung, Charakter. Laserangriffen. Nee. Zusätzlichen Sprint will ich jetzt auch nicht. Jeder Schläger Major muss einen Marathon laufen können. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Nee, ich will die Energie upgraden. Nee. Was haben wir hier? Also warte mal, Sparsamkeit, ja doch. Element nicht verfügbar. Machen wir das mal so. Bitte Vorgang auswählen. Ja, Waffen bitte. Ausreichend. Nee, das will ich nicht bauen. Der Kalasch. Ja, lass mal bauen. Das klingt spannend. Munition. Ungenügend, ungenügend, ausreichend. Nice, 180 Schuss. Zugang gewährt. Können wir die auch noch verbessern? Verbesserung. Kalasch? Hallo? Oder muss ich die erst ausrüsten? Du kommst mal darüber. Automatisch sortieren. Kalasch. Rüber, rüber, rüber. So, 40, 40, 40. Haben wir noch mehr Schuss? Ja, du kommst darüber, du kommst da rein, du kommst darüber, du kommst darüber. Munition. Immer gut. Dort finden wir so einen brauchen wir nicht. Was? Was machst du da? Zugang. Ich war noch gar nicht fertig. Verbessern. Die hier. Also schauen wir mal. Keine Ressourcen. Keine Ressourcen. Ach man, okay. Dann hat wenigstens Munition. Noch mehr? Geht auch nicht. Na gut. Ach, jetzt habe ich wenigstens mal Feuerpower. Guten Tag. Wie kann ich dir helfen? Ich muss in die Ausstellung. Wie öffne ich die Tür? Das Schloss kann geflasht werden. Ein Multischlüssel. Fehler. Multischlüssel nicht gefunden. Alle Tereshkova-Modelle können ihre Zeigefinger in Schlüssel transformieren. Das gehört zu ihrem Grundfunktion. Du hast wohl deinen Multischlüssel verloren.
Meine Vorderarme wurden von diesen Rabauken abgerissen. Fehler. Erforderlicher Manipulationsmodus fehlt. Aufschließung konnte nicht geführt werden. Also gut. Wo könnte sie ihre Hände verloren haben? Du solltest dich hier mal umsehen. Ja, ich muss vermutlich in den Wie sehen die besonderen Neurokonnektoren für Kollektiv aus? Du weißt schon, diese Spezialmodelle für die Regierung. Die Regierung bekommt im Prinzip normale Gedankegeräte. Nur stecken sie in einem goldenen Gehäuse. Die Wissenschaftler von Dr. Setchenoffs Team haben bereits andere Geräte erhalten. Andere? Es gibt also Geräte mit unterschiedlichen Fähigkeiten? Dr. Setchenoffs Plan sieht vor, dass Bürokraten und Beamte Fälschungen bekommen. Nur die Wissenschaftler erhalten echte Konnektoren mit Entscheidungsbefugnis. Der Boss versucht, die Regierung zu täuschen? Das ist doch Wahnsinn. Woher weißt du das? Wo hast du deinen Neuropolymer-Handschuh her, Genosse Major? Was, meinst du dich selbst? Ich hab dich von Dr. Setchenoff bekommen. Genau. Warte mal. Hat er mir seinen eigenen Handschuh gegeben? Das Schicksal seines Lebenswerkes hängt vom Erfolg deiner Mission ab. Er hat mir gesagt, dass ich vorsichtig mit dir sein soll. Okay, es ist... Ja, okay, kein Kommentar zu dem Platz. Ja, dann, hier mal rein, ne? Da muss es aber aussieht. Ich warte nur drauf, dass es in diesem Tunnel mal Überraschung gibt. Ach, überall Leichen. Ja, nichts Neues, ne? Aber da fehlt gut Loot. Okay, machen wir das hier mal zuerst. Ah, da bist du einer. Okay, das ging schnell. Da geht's wieder nach draußen, also müssen wir in die Richtung. Und da ist Tereshkovas Arm. Was macht diese Metallperverse damit? Das ist der Chef. Ja, und sie bedient die Menschen, die sie getötet hat. Oh shit, diesen verdammten Roboter, die Waffe ist nicht so geil. Der Roboter ist derzeit nicht feindselig. Wir sollten uns den Arm kampflos nehmen können. Ja, für das war es gerade ein bisschen zu spät. Arm. Und natürlich die ganzen Kästen hier mitnehmen. So eine Technik braucht einfach mehr Spiele. Das ist super praktisch. Gut, irgendwas übersehen. Ja, die Tische natürlich. Die sind irgendwie am beschissensten zu machen. Noch mehr? Ja, die da hinten. Ja, vor allem, wie soll ich denn den jetzt hier kriegen? Nicht sehr schlau. Ja gut, okay, wir haben den dann Arm. Wir werden mal mit der Bauch hier weitermachen. Die RF-9-Einheit dürfte aber wenig begeistert sein. Ach so, direkt hinheben. Wie geht das? Halt ihn an meine Neurosensor-Kontakte. Multischlüssel aktiviert. Und gibt es jetzt hier auch wieder eine böse Überraschung? Und jetzt? Oh. Hallo. Danke, dass du mir geholfen hast. Ohne Schlüssel fühlte es sich an, als würde mir ein Glied fehlen. Einen Moment bitte. Haben wir sie repariert oder beschädigt? Tereshkovas sind modernste Modelle mit Selbstreparatursystemen. Eine berühmte Schauspielerin und Kosmonautin diente ihnen als Vorbild. Ach, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Viel besser. Wenn du erlaubst, halte ich jetzt eine Rede. Nein, bitte nicht. Seid gegrüßt, Genossinnen und Genossen. Willkommen im sowjetischen Ausstellungszentrum.
Was soll der Scheiß? Welche Rede? Du spazierst an Leichenhaufen vorbei. Überall ist Blut. Und du willst eine Ansprache halten? Meine Algorithmen sind von Grauen erfüllt. Mir fehlen jedoch die nötigen sprachlichen und visuellen Mittel, um Furcht, Entsetzen und andere negative Emotionen auszudrücken. Ich wurde erschaffen, um immer positiv und optimistisch zu bleiben. Die groteske Diskrepanz zwischen meinem Verhalten und der grauenhaften Umgebung widert mich an. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ach, verstehe. Damit konnte wohl niemand rechnen. Also, Roboter, versetzt das WDNH in den Drillmodus. Drillmodus? Das würde noch stärkere Aggressionen der passiven und physischen Sicherheitssysteme auslösen. Dies könnte dich gefährden und zum Tod von Überlebenden führen, sofern es noch welche gibt. Ja, eben, sofern es noch welche gibt. Aber das hier ist der reinste Friedhof. Jetzt tu endlich, was ich dir sage, Roboter. Du hast mir einen seltsamen Befehl gegeben. Alle Menschen im Komplex wurden von Robotern getötet, doch du bist unversehrt. Das ist verdächtig. Beweise, dass du ein Mensch bist. Ich werde nicht den Befehlen eines Roboters folgen, der sich als Mensch ausgibt. Ernsthaft? Toll. Und wie bitte soll ich das tun? Mir die Adern aufschlitzen? Du musst den Darwin-Test bestehen, um zu beweisen, dass du ein Mensch bist. Ach, nee, bitte was? Nicht. Welcher Test? Wie wär's, wenn ich dir stattdessen den Kopf abreiße? Ohne ihre Hilfe wird es zu lange dauern, den Drillmodus zu aktivieren. Ich kann diese Information bestätigen. Meinetwegen. Dann mache ich halt deinen verdammten Darwin-Test. Was soll ich also tun? Beweise, dass du ein Mensch bist, Pionier Nechayev. Lege 3 Gegenstände auf dieses Podest, welche die 3 wichtigsten Werte eines Sowjetbürgers repräsentieren. Ach, Kunst, du Scheiße. Arbeit, Leben. Schöne Scheiße. Jetzt muss ich mich mit noch einem Schloss rumärgern. Ich bin der reinste Magnet für nervigen Scheiß. Ja, allerdings. Finde die Stimme des Wutterlands, das Symbol und Sprosse. Ach man, hier Roboter, da hab's doch echt einen Knall. Kann ich das aufmachen? Dankeschön. Was der... Okay, lass mal ganz kurz schauen. Da kann ich mich upgraden. Moment, warum ist es rot? Interessant. Ach so. Kann ich das Radio platzieren? Ich habe ein paar Fragen. Nee. Also, nochmal. Ach so, das wäre zum... Okay. Vergiss es, seufzt. Ich möchte... fröhliche Musik. Wir haben schon eine gute... Aber die heutigen Bürger können sie bereits hören. Bedeutet das nicht, dass es dann die Musik der Vergangenheit sein wird? Und in 30 Jahren wird niemand diese Musik schreiben, weil es sie schon gibt. Die Musik der Zukunft könnte sich ständig ändern. Gut aufgepasst. Du hast ein Zeitparadoxon entdeckt. Wie aufmerksam. Die Musik der Zukunft prägt den Musikstil in der Gegenwart. Aber die Superposition des Betrachters und die wahrgenommenen Informationen befinden sich in einer selbstkonsistenten Schleife. Um es für Laien verständlich zu machen, wir hören immer die Musik der Zukunft und bestimmen gleichzeitig, was sie sein wird. Oh, Scheiße. Wenn das für Laien verständlich sein soll, möchte ich nicht die komplizierte Erklärung hören. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Okay. War das jetzt schon Lösung Nummer 1? Gut, wir gehen erstmal. Halt die Klappe. Kohlendioxid. Es ist schon komisch, aber die Tereshkova liebt sie, obwohl sie ein Roboter ist. Hier gibt's... Oh Gott, mit ihm kann ich halt... Blumen, gib ihr Blumen. Ja, aber wie? Okay. Einige Roboter sind nahezu menschlich. Einige Menschen sind nahezu wie Roboter.
Wenn das Nummer 2 ist, wo ist dann Tor Nummer 3? Ja, moin. Ich habe ein paar Fragen. Ich habe da ein paar Fragen. Natürlich, Major. Ich kann dir etwas über die vier Ebenen der Ausstellung sagen. Chelomei, nein. Pavlov, Wawilow und Sachalin. Selbst ich möchte dich etwas anderes fragen. Pavlov Ebene, was ist überhaupt die Ebene? Was gibt es? Eins. Oh, ich möchte dich etwas anderes fragen. Ich bin stets zu Diensten. Will ich denn vorher auf das Menü da hinkommen? Also, nochmal mit dir. Ja! Diese App ist lebendiges. Ja. Bitte eins. Sehr, etwas für. Lausche des Frühlings, süßer Hymne. Wohin auch du dich begibst, ich liebe dich, Leben. Und kann nur hoffen, dass du auch mich liebst. Halt den Rand, du durchgeknallter Toaster. Es tut mir leid, aber das ganze Chaos hat meine Gefühlsalgorithmen durcheinander gebracht. Welche Gefühle denn? Okay, wir springen erstmal. Was haben wir hier noch? Es leuchtet hier sonst nichts rot. Nee? Ach doch, hier, das da oben. F. Der Hammer. Einfach so, F. Also, eins, noch kurz hier überspringen. Bitte die suchen, ach, vergiss es. Pass einfach auf mehr zu. Der Hammer ist des Arbeiters Freund. Das war die Sichel des Bauern Werkzeug. Der fünfzackige Stern wird von ihnen geehrt. Sie verteidigen ihn ungebeugt. Pionier Netschajew, du hast den Darwin-Test mit Bravour bestanden. Was willst du werden, wenn du groß bist? Ein Kosmonaut. Was für eine schöne Berufswahl. Ich wünsche dir... Ja. Nun, ich habe deine Aufmerksamkeit genossen, Major. Kann ich dir helfen? Ist dein Speicher undicht, oder was? Ich muss einen Drill ausrufen und das WDNH in den Drillmodus versetzen. Dazu bin ich leider nicht in der Lage. Ernst jetzt? Was? Wirklich? Du willst mich doch verarschen! Aber ich weiß eine Lösung für dein Problem. Ein einzelner Roboter kann den Militärdrillmodus nicht auslösen. Dafür ist die Anwesenheit von zwei Robotern erforderlich. Na super. Und wo finde ich ein weiteres Metallarschloch? Vor diesem schrecklichen Albtraum war der Informationsraum mit zwei Robotern besetzt. Aber die Amokläufer haben meine Partnerin Claire zerlegt. Wurden dabei ihre Einzelteile über den ganzen Komplex verstreut? Genau. Woher weißt war so du das, klar. lieber Genosse? Nur so eine Ahnung. Muss ich jetzt den gesamten WDNH nach ihren Teilen absuchen? Stecke das Verwaltungskontrolllaufwerk in mich, damit ich dir sagen kann, wo die Einzelteile der armen Claire gerade sind. Das ist jedenfalls besser, als wahllos herumzusuchen. Wo ist das Verwaltungskontrolllaufwerk? Mir läuft die Zeit davon. Bitte folge mir. Ja, das machen wir aber nicht mehr in dieser Episode. Und ich liebe diese Selbstironie. Was in dem Spiel da so vorkommt. Es verarscht sich selber, aber es ist cool gemacht. Auch wenn halt die Routinen vorkommen, die man halt so ein Spiel erwartet. Oh, Entschuldigung. Noch ein bisschen müde. Aber wie gesagt, das war's jetzt erstmal von der Episode. Und ja, mal gucken. Also die Woche werde ich weiterspielen. Morgen wird es vermutlich Harry Potter werden oder sowas. Und Simray. Mal schauen. Aber für euch, für Zukunft YouTube, das war's erstmal. Mit der Episode. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns jetzt in den Kommentaren. Bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.